Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder Pain. Und ich habe gemerkt, dass diese Filter, wo ich da bei OBS reingemacht habe, alles machen nur halb nicht die ganze Zeit so abgehackt machen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal rausgenommen aus der Rauschunterdrückung. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Stimme jetzt anhört. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn es sich wirklich so dermaßen blöd anhört, dann mache ich es natürlich raus. Dann können wir allerdings auch eure Meinung schreiben, wie es sich momentan anhört. Und ja. Das Spiel lädt immer noch so lange. Nee, Moment, geht, Alter. So, wir haben 5 Kugeln. Dieser Kund mit der uralten Stallung-Dings da haben wir immer noch nicht. Da müssen wir uns auch mal ransetzen. Wenn ich mal einen Tag Zeit habe, mache ich da die ganze Zeit nur Folgen davon. Bis wir das dann endlich mal hinbekommen. Meine Güte. Oh, Holz. Holz fehlt uns tatsächlich sehr viel. So, und weil wir uns ja letztes Mal mit denen hier wieder verbündet haben, diesen komischen Fröschen da, wo momentan sehr viele da sind und ich keinen Plan habe, warum, kann es ja auch sein, die Kugeln bleiben dennoch reset, auch wenn es davor einen anderen Dorf gehört hat, oder? Ich weiß es nicht. Was wir uns jetzt auf jeden Fall darum kümmern müssen, ist die Kugeln. Das macht ja gar keinen Schaden. Nein, weg! Wann ist es so neblig? Irgendwas kommt auf uns zu. Oder spinne ich jetzt? Dort waren wir schon mal. Dort müssten wir alle Kugeln aufgesammelt haben. Generell frage ich mich noch, wo die ganzen Kugeln sein könnten. Höchstens bei den Füchsendorf da, wo wir damals nicht hinkonnten. Aber was für ein Dorf ist das? Ich vermute Frosch. Hoffe ich mal wirklich sehr krass. Oh Mann. Jetzt werde ich die ganze Zeit angeschrieben, Leute. Es tut mir leid. Kristalle. Es ist keine neue da. Bin mir noch nicht zu 100% sicher, ob es sonst jetzt angeht. Achso, das sind Brokkos! Ihr lebt ja auch noch! Verkauft nicht wirklich viel. Hallo? Was machst denn du? Sprich mit dem Händler, wenn du dich für die Ressourcen unseres Dorfes interessierst. Ah, guck mal, sie hat sich schon besser ausgerüstet. Guck mal nur an den ihr Krallen. Wie machen sie für den Krieg vor? Bereiten sich vor dem Krieg vor. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Aber in dem Dorf haben wir das schon mal. Brauchen wir nämlich eine Kugel. Ich wundere zwar, dass da so viele Kristalldinger sind. Ich glaube, das Dorf haben wir erobert. Ich bin eigentlich immer noch auf die. Auf das Dorf eher fixiert von dem Krokus. Und gut, dass sie sich wieder ein bisschen. Ja. Das Dorf hier hat ja immer. Oh. Warte mal. Das Dorf hat vor dem Krokus gehört, das gehört jetzt den Fröschen. Und das da vorne den Fröschen. Okay. Was hat denn das jetzt für einen Sinn gemacht? Die haben die Dörfer gewechselt oder was? Ja, super.
ihn jetzt töte, müsste es den neuen ausholen. Ja, ich hab da was. Oh, doch! Spucke-Peining-Idee. Ein paar Beinpolster. Was ist das? Oh. Das würde ich gerne haben. Ich habe allerdings gar nichts. Was ich hier noch stoppt, das sehen das gleich. Leder. Auch wenn Leder ist der. Nee, das Leder ist wertvoll für euch. Dann gehe ich halt lieber Holz. Oh ja, doch gesagt, es macht Sinn, das Holz mitzunehmen. Fleisch? Savanne ist ein Frosch. Egal, sind wir rechts. Ich tausche mit Freunden. Okay. Wenn es unbedingt sein will. Ich kann nicht rein. Wenn es unbedingt sein wird. Sein wird. Sein muss. Dann, ja. Machen wir das halt. Oh Gott. Oder waren es doch nicht? Ich glaube nämlich, das ist eh nicht so wertvoll. Ich weiß nicht mehr wirklich weiter im Spiel, Leute. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter im Spiel. Weil das mit dieser Gruft ist ein bisschen schwer. Notfalls würde ich dann nachgucken, wie das funktionieren soll. Und dieses Bringbuch Kugelgedöns, das wird da jetzt auch dieses Bake brauchen. Alter, ich kann heute nicht mehr. Es ist 11.19 Uhr, Leute. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr reden. Es ist noch zu früh für mich. Spuck-Axt! Das brauchen wir. Egal wie, das brauchen wir. Zumal die Dörfer jetzt sehr, sehr groß sind. Ganz ehrlich, scheiß auf die Elche, die leben eh fast nicht. Wir müssen uns jetzt mit dem befreunden. Hört sich zwar böse an, aber es ist ja auch einfach so. Hallo. Leder brauche ich jetzt so nicht. So. Dann gebe ich euch mal Fleisch. Das feiert ihr scheinbar. Das soll jetzt her. Oh. Das ist ja sehr, sehr selten. Aber das können wir vielleicht für was anderes. Warte mal, Stoffe. Hm? Wie sieht es denn damit aus? Also, da sind wir auf jeden Fall nicht mehr verbündet mit den Krokus. Bedeutet, wir können nicht mehr wirklich mit denen handeln. Aber eigentlich stört mich das fürs Erste nicht. Es macht auf jeden Fall mehr Sinn, uns jetzt erstmal mit denen zu verbinden. Ich will nämlich die Axt haben. So. Tut mir leid, Krokus. Ich komme wieder zu euch, keine Sorge. Nächstes Mal sollten wir uns dann auch wirklich sehr krass um Ressourcen kümmern. Das, weil wir nämlich jetzt habe ich wieder alles ausgegeben. Oder auch erstmal, dass wir die Karte wirklich komplett erkunden. Wir können ja auch mal wieder zu unserer. Das ist unser altes Mönchdorf geht. So, wo ist denn jetzt der Händler? Ich habe euch immer noch gern. Okay, tötet mich bitte nicht. Okay, sie haben sich schon mal nicht angegriffen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich höre Feuer. War das gerade Feuer?
Ich hab keine Ahnung. Ich hab wohl so ein Händler. Hallo. Zum Mieter sitze ich mit dem frischen Fest. Hallo, ich hätte gerne die Axt. Ah, warte mal. Die Dinger bringen doch so viel. Warte mal. Dieses Dünneisen tut ja gar nichts, okay. Aber einfach jetzt so. Es wird hier nämlich sehr krass geschätzt. Wir gehen hier noch zwei Leder. Du scheinst von einem weit entfernten Ort gekommen zu sein. Bin schon gespannt, was du als nächstes mal mitbringen wirst. Ah. Tut mir leid, Leute. Spuckbogen. Oh, Bogen. Wir brauchen noch unbedingt einen neuen Bogen. Oh. Das bringt sogar dünner als was. Da bringt dir alles was. Das bedeutet, der Bogen ist nicht unbedingt gut. Aber ist in Ordnung. Kann es kaum erwarten, den Häuptling zu sagen, was du mitgebracht hast. So. Oh, ich habe dieses Big-Gilit-Dings da ausgesehen verkauft. Zum Glück nicht alles. So, Schadenausrüstungsersatz. Schadenverringerung, Nahkampfschaden. Okay. Ah, das steht da jetzt auch. Gut. Wie viel kostet? Alter Schwede! Das haben wir gerade alles verkauft! Na super. Wie viel bringt die Axt? Boah, die Axt macht aber schon fett Schaden. Dann müssen wir uns wohl an die Axt setzen. Dafür können wir das welche kaufen. Aber wenn ihr es nicht vorhabt, bei den Fröschen zu. Obwohl, warte mal, eigentlich sollten wir uns mit den Fröschen verbinden. Mal gucken, guckt euch mal die Karte an. Da hocken momentan nur die Frösche, wirklich. Ah ne, jetzt scheint es sich wieder gemacht zu haben. Zeig dir heute aber fast in die Frösche. Guck, Schmutzler. Schmutzler sind die Frösche. Was sind das für Viecher? Stufe B, was heißt eigentlich die Stufe? Wie gut wir mit denen befreundet sind oder wie viel die momentan haben? Ihr wollt unbedingt Nahrung. Man merkt aber, dass die Welt sich auch ganz schön verändert. Wie zum Beispiel hier diese Trümmern. Das war davor noch nicht. Ich soll jetzt erstmal gucken. Und die Sachen, die wir brauchen. Ich fühle mich so, als wäre 3 Uhr, obwohl eigentlich 11 ist. Und Schlafrhythmus ist in einer. Ja, dort werden wir die Kugeln auch schon definitiv haben. Sind Klamotten. Ah, sind bei den Fröschen, also Schmutzler. Gott sei Dank, ich dachte schon, dass ich jetzt bei den anderen Viechern wäre. Sogar da unten sind die mittlerweile. Da unten war doch anfangs gar kein Dorf. Die verbreiten sich ja wie Mücken. Also doch ganz gut, dass wir jetzt mit denen verbündet sind. Aber ich würde mich unbedingt gerne auch mal mit den Füßen verbinden. Also dann werden wir uns mit irgendeinem verfeinden. Schau mal da vorne. Wisst ihr noch bei der einen Folge, wo ich darüber gekommen bin und es verschnellert habe? Das war noch Zeiten. Ah, das ist ein anderer Händler. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber naja. Ich habe keine Items mehr. Als wenn nur so eine kleine ist.
Da möchte ich lieber schwimmen. Och nee, Wasser. Am Herzen Wasser. Och nee, Wasser. Hilfe. Unser Schwert ist übrigens nur Holz. Also es war schon ganz gut, wenn wir die Axt craften würden. Willst du was auf der Karte angezeigt? Ich glaube nicht. Ah doch, wird. Hallo? Was Schlüssel. Schild! Ein gewöhnliches Holzschild mit robusten Eisenrand. Aber uns das, was wir haben, ist besser. Dafür habe ich den Schlüssel ausgegeben. Ist hier noch irgendwas? Komm schon, eine Kugel kann doch hier sein. Komm schon, Spiel, komm schon. Komm schon, Spiel, ist ja nicht so gemein. Aua! Das Spiel hat mich in Wasser getreten. Ich hab's ja schon gecheckt. Was? Achso, ich habe schon ewig nicht mehr gespeichert. Ich hatte noch einen anderen Spielstand da drin. Mal beenden. So Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich heute nicht ganz so lustig war. Also ich bin einfach noch ein bisschen müde. Es macht ja aber nichts. Ich hoffe dennoch, dass euch die Folge gefallen hat. An der Stelle würde ich sagen, ich weiß. Oh Gott, Sophie. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Was war denn das für eine Folge? Oh Mann, ey.